Hallo und willkommen wieder zurück zu Pokémon. Und zwar das letzte Mal habe ich dann schon mit dem Deck gespielt. Ja, es sind ein paar dabei. Ich glaube, ich habe es eh vorgestellt. Wenn nicht, dann nochmal kurz ein Ding. Die Hauptkarte ist natürlich der Tornator und Logok. Die will man halt voll mit Feuerenergie pumpen. Da zieht man noch ein paar Karten. Aber Ex sucht mir die Ex-Karten noch aus. Ramot ist auch noch für Energielieferung zuständig gleich am Anfang. So wie NT, wenn man ihn gleich am Anfang hat. Jede Menge Sucherkarten. Ein paar, um den Gegner auszuschalten, also gegnerischen Pokémon zu tauschen, dann die auszuschalten. Giftstich auch so, weil gegnerische Pokémon zu vergiften ist immer gut. Und jede Menge Feuerenergie. Gut, und wir spielen auch gleich mal damit. Ich habe noch die Siegesserie 2. Und da kommt schon der erste. Mit Time Lord 266, Tiger Tagesjahr 2. Jede Menge verschiedene Archetypen da drinnen. Nehmen wir Zahl. Ja, ich fange an, damit ich gleich mehr Energie drauf habe und mir reinfetzen kann, sozusagen. Okay, das ist jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, Entei wäre besser gleich am Anfang. Also jetzt muss mein Gegner das machen. Gut, jetzt bin ich dran. Hat 120 KP immerhin. Er beginnt ja also. Ich lehne nichts hin, ist doch eigentlich egal. Gut, ein Slimer. Also nein, ich beginne ja. Okay. Legen wir ihn die Energiekarte mal an. Aktivieren den da. Um da jede Menge da zu bekommen. Abschiedsbrief. Peng, ziehe eine neue Karte. Damit kann ich mir noch ein Pokémon holen. Ramot kann ich nicht, ich kann nur Incognito. Machen wir es gleich nochmal. Peng. Okay, das kann ich nichts machen. Ja. Da ist ein Mollung, da ist ein Darkrai. Und fertig. Okay, Doppelenergie. Er verwirrt mit Pokémon. Wahlband. Schwer. Okay, dann hole das. Schauen wir mal, was das nochmal ein Wahlband. Ah ja, okay. Mit 80. 80, 1, 20, 1, 40, 60 kann ich hinzufügen. Aber er verwirrt mich. Da will man nichts riskieren. Rückzug auf der 2. Legen wir es auf Logok, ja, Floridis um zu tauschen. Aber ich jetzt dann vielleicht auch auf einen anderen machen können. Obwohl, naja, tauschen wir den da und versuchen wir unser Glück. Ja. Nichts. Nichts. Okay. Auch eine Doppelenergie. Aber da kann jetzt nichts machen. Aber Schleimer kann da irgendwas anderes. Gut. Ist verwirrt. Ach, machen wir es da. Ziehen da ein paar neue. Okay, das ist gut. Machen wir das noch. Holen uns noch mehr Energie.
Und es sind noch ein anderes Pokémon. Jetzt brauchen wir nicht so viel. Hopper Eggs. Was haben wir da eigentlich alles noch drinnen? Okay. Abschiedsbrief. Oder noch so einen. Nehmen wir eine Kognito, um noch eine Karte zu ziehen. Den haben wir ja wieder. Aktivieren nochmal Abschiedsbrief. Wir haben nämlich noch 20 Karten. Okay, ich sollte jetzt ein bisschen sparsam sein. Zahl. Okay, dann legen wir es mal runter. Ja, machen wir es. Oh. Auf Tortonator. Ah, oh, da sind sogar zwei. Nochmal Tortonator. Und jetzt darf ich keine Karten mehr ziehen, jetzt muss ich das alles beenden. So. Hätte er jetzt N die ganze Zeit, dann könnte er es einfach so gewinnen. Dann bin ich doch auch Zug. Ja, ich bin am Zug. Giftstachel. Was hat die auf eine Schwäche? Okay. Machen wir einfach Panzerfalle. Oh, ich kann nicht zurück. Ah, dann machen wir es so. Und vergiften dann noch sein Pokémon. Und fertig. Noch ein Alola Slimer. Und Gift. So, jetzt holen wir Tortonator drauf. Da hole ich ein Logok. Kann ich ihm ein paar Energie geben. Panzerfalle zunächst. Da noch so viel Leben. So, wenn er mich angreift, dann kriegt er seine 80, glaube ich, 80 Schaden dazu und Darkrai ist weg. Okay, er holt sich, glaube ich, zurück. Und kommt das Slimer GX jetzt? Ja. Keine Energie von. Okay, irgendwie fehlt da oder noch was. Ein anderes Alola Slimog. Dasselbe. Oh, er setzt das ein. Verbrennen. Okay. Ein Feuer-Pokémon brennt und ist vergiftet noch. Dazu. Und ist paralysiert. Was ist das alles? Und paralysiert. Okay. Aber ich kann Tausch machen. Und den 160 Schaden machen. Oder einfach. Ja, machen wir das so. Aktivieren das. Holen den wieder hoch. Und greifen ihn an mit Panzerfalle. So, was müssen wir da machen jetzt noch? Er kann nichts machen. Er kann mir 120 Schaden zufügen, aber mehr nicht. Mehr nicht. Weil nächste, dann kassiert er 100 und ich kann ihn dann noch mit 160 vernichten. Und dann unten, dann könnte er da, von mir ist meins auch wenig machen, ja. Oder macht er da 30 mehr? Okay, er macht 30 mehr, 150, ja, meine Güte. Er kann, er greift nicht an. Er kann, was?
Okay. Oh, okay. So, zwei Energie gehen dann weg, eine kommt dann wieder rauf. Legen wir es an. So, dann greifen wir mit helle Flamme an. Haben wir das? Und dann haben wir das. Fertig. Und das kommt wieder retour. Elf Karten. Okay, jetzt Kraft an. Ich hätte vielleicht doch das andere machen sollen, Panzerfalle. Okay. Okay, was macht das? Nicht schlecht. Nein. Nein. Ich muss ihn jetzt vernichten mit 160 Schaden. Also ich ziehe mich zurück, aber brauche drei davon. Dann kann Lukuk mit 30? Nein, auch nicht. Mit dem, der da muss er dann angreifen. Ja, machen wir das. Machen wir einen Rückzug. Kostet viel, aber macht nichts. So, Hitzesturm. Peng. 140 Schaden und zwei Karten ziehen. Ah, Tausch, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Plodilis ist auch gut. Ah. Mal schauen, was er jetzt bringt. Er bringt den Darkrai wieder her. Den kann ich eigentlich auch so besiegen. Er gibt ihm die Energie. N! Nein, 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 nein. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr Ns. Aber irgendwie hat er mir auch geholfen, er hat wieder mehr Karten wieder reingebracht. Was macht das? Die Rückzugskosten verringern sich um 2. Oh. Okay. Aber was macht er jetzt? Und ich bin wieder wach. So. Ich könnte natürlich ihn da jetzt hochschicken. Weil er hat dann nichts und in nächster Runde dann Rückzugskosten sind bei dem 4, das ist nicht sehr gut. Holen wir seins da wieder her. Wir haben keine Energie, das ist das Problem. Die greifen einfach mal an mit Fokusfaust. Nein, jetzt ist Sturm besser. Wow, okay, dreimal 160 Schaden. 60 Jahre noch. Was würde er jetzt tun? Jetzt kann er Rückzug machen, wenn er will. Ach komm, ernsthaft. Nein, das ist was. Jetzt macht er mein Logo kaputt. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit dem habe ich jetzt ernsthaft nicht gerechnet. Ich habe keine Energie. Kein gar nichts. Das ist jetzt bitter. Und jetzt machst du es wieder retour. Das ist ja abgebrüht hier. Was soll ich machen?
Ja. Eine Feuerenergie. Ich hätte das machen können, hochschicken können, oder Nitro-Tank. Aber jetzt habe ich nicht mal Energie für sowas. Ich glaube, das haben wir verloren. Egal, machen wir Solargenese. Und holen uns ein Logok. Gibt und zwei Energie. Haben nur noch fünf Karten im Deck. Ich glaube, das kann ich nicht mehr gewinnen. Ja, jetzt macht er das kaputt. Eindeutig. Kannst jetzt mir schauen. Ja. So, was soll ich jetzt machen? Ein Logok? Da macht das mir aber wieder hinig. Ich habe eh verloren. Weil dann bringe ich nicht mehr die Energie ran. Bei dem auch nicht. Ich kann Focus Force ansetzen, aber mir nicht. Weil dann entwickelt er wieder da seinen Mollung. Ach du meine Scheiße. Vier Karten. Das ist bitter. 170, 190, 170. Ach, machen wir Fokus fast. Wir geben nicht auf. Oh, ich kann ihm noch die Energie dran geben. Wow, Doppelenergie wäre eigentlich ziemlich gut. Warum gebe ich die denn nicht rein? Ja, komm. Ah. Verloren gegen das Slimog. Leider, leider, leider. Wir könnten noch mal damit spielen. Das geht sich noch aus. Adante Cardon, er ist im Vorteil, er spielt wieder. Ich hoffe, da ist zumindest kein Mollog mehr dabei. Oder dem Ding. Ich sag mal Kopf diesmal. Yeah. Ja, ich beginne. Ich beginne. Jede Menge. Puh. Okay, der Gegner hat keins. Eine Zusatzkarte. Was ist das alles hier? Okay. Die ist gut. Leider Münzwurf. Leider, leider. Alles nur mit Zufall. Legt er irgendwas oder nicht? Trübel da. Lege deine Karte. Okay, schauen wir uns die da mal genauer an. Schwäche natürlich mit Wasser. Hitzesturm. Für jede Feuerenergie, die du hier angelegt ist, eine Münze werfen und für jedes Mal Kopf plus 20 Schaden. Und Fokus Faust, nimm eine Energiekarte von deinem Abschlagestapel. Ablagestapel und der Legacy auf Lokok X. Okay, er hat eins gelegt. Ja, jetzt muss er auswählen, ob er doch noch was runterlegt. Gut. Ja, natürlich. Achso, ich darf nochmal. Okay, das da. Gut.
Was ist das? Legen wir mal eine Energie da drauf und machen mal fertig. So, jetzt macht der edle Klinge. Ah nein, er versucht dasselbe, was ich dann versuchen werde. Ach, was macht diese Rolle denn nochmal? Ja, Kukui weg. Ich habe sie schon gelesen. Ah, okay. Ich bin im Zug. Er greift nicht an. Kann man nicht angreifen jetzt? Ich hätte schon eine Energie da im Abschlagestapel. Dann machen wir zuerst das. Ach, ernsthaft. Ich habe keine Ablaufstapel, ich muss so angreifen. Peng. Was war das jetzt? Schwäche nur mit dem Kampftyp. Noch ein Darkrai. Okay, und nochmal so ein Absol. Das ist ein Basis-Pokémon, der Quiz ausschaut. Er will das Wutausbruch oder die GX-Attacke, also hat er schon vorher gemacht. Dann wird es wohl sein einziges GX-Pokémon sein. So. Lege ich den jetzt das da drauf? Ja. Soll ich tauschen oder soll ich noch weiter? Dann fügt sie 70 Schadenspunkte mehr dazu. Ach du meine heilige Kacke. Also, auf deiner Bank. Okay, dann. Glück im Unglück. Achso, deswegen sagt sie mir immer das. Schaden 120. Okay, ich hätte doch eine Feuerenergie da drauflegen sollen. Egal. Ich kann es doch immer tauschen. Gegen den da. Und? Er hat seine ganzen Energiekarten jetzt da drauf gelegt. Das war jetzt nicht so klug von ihm. Aber egal, wir machen Abschiedsbrief für seinen Zhenlong in irgendeiner Runde mal. Und so legen das Feuerding da an. Machen einen Tausch für den natürlich. Sonst noch was? Nein. Und. Doch, wir holen uns ja noch zwei Energie. Dass wir nicht nur eine ziehen. So, und jetzt mit Panzerfalle. Hem. Diese Mini-Fuzzi-Angriffe da immer. So, was ist das schon wieder? Ein, oh, Alola Slime ist auch da. Aber er hat seine GX-Attacke schon weg. Okay. Aber er hat kein Mollunk-Ding zu dem vorigen, also von dem her, puh, Glück gehabt. Und? Er legt den eine Energie an. Was macht er jetzt? Greift er an? Achso, da kann er seine ganzen Energie da, wenn er kampfunfähig wird, da so, da. Ja. Das ist schon gut. Das ist schon sehr gut eigentlich, diese Ausrüstung. Das Energie-Recyclings-Nummer hier. Aber naja. Komm zu mir und greif mich an.
Das ist gut. 80 bis 80, ich mache da gleich 160 Schaden, wenn ich meine GX-Attacke einsetze. Habe ich aber nicht. Ja, Wutausbruch. Peng. Machen wir Levelball. Holen uns noch sein Inkognito. Legen es natürlich auch gleich. Und sagen wieder. Oh. Adieu. Adieu. Und. Haha. Das wäre natürlich lustig. Warum? Jedes Mal. Jedes Mal. Ich könnte natürlich auch 160 Schaden jetzt machen. Und seinen Dark rein. Aber dann ist es vergiftet. So will ich es besiegen. Ich könnte natürlich auch schlüpfriger Schlamm machen. Also den dann. Aber zwei Karten. 80 Schaden und 80 noch dazu. Ja, machen wir Panzerfalle. Da ist noch immer nichts. Keine Energie da hinten. Ich bräuchte da deine Unterstützerkarte. Tja, da liegt alles an seinem Slimer. Was heißt, dass er gleich Slime auch machen will? Ah, da ist er. Professor Platan. Eine Lilly. Vielleicht nicht die Entwicklung? Sonst hätte es ja schon längst gemacht. Es sieht ganz danach aus. Ja. Er hat nichts. Er hat nichts. Dafür ist es jetzt da. Ja, natürlich, natürlich. Ich könnte. Legen wir es da drauf oder da drauf? Legen wir es da drauf. Ach komm, hau's ab. Abschiedsbrief. Machen wir das auch noch. Holen uns da noch eine gute Karte und zwar noch so einen. In 3 nur. Nächste Runde. Panzerfalle. Ich hab's gewusst. Jetzt hat er nur noch 80. 80 ist schlecht. 80 ist sehr schlecht. Es könnte natürlich auch sein, dass da alles ist. Gut, er hat ihn noch immer nicht. Puh. Bin ich jetzt erleichtert. Teilung, ja. Achso, er holt sich einen Alola-Slimer. Ich habe noch genug. Um noch eine Kognito zu holen. Und das legen wir auch. Und das schicken wir wieder weg. Und deine Energie. Okay,
kriegen wir es. Auf den, auf den. Auf den. Wir müssen das jetzt machen, um in all seine zumindest drei Energien wegzubringen. Okay. Er hat noch alle Preiskarten. Wir haben jetzt dann schon nur noch drei. Das lebt auch noch. Ich hab's gewusst. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Er holt Darkrai. Jetzt haben wir fünf. Ich werde nächste Runde. Okay, 80, er kann sie nicht machen. Wo legst du deine Energie hin? Wo legst du sie hin? Opferst du Darkrai? Oder nicht? Er hat nichts gemacht. Er hat gar nichts gemacht. Ich kann die GX-Attacke einsetzen. Egal. Der Tornado wird zwar das nicht mögen, aber das macht nichts. Nitro-Tank. Ja, nicht mehr anzeigen. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Da. 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 Vielleicht noch eine da. Ja, da haben wir auch noch eine hin. So. Hätte sie ja mit 30 angreifen können. Weil sie nichts ist geschlafen. Was macht der? Was macht der wirklich? Er gibt mir noch auf. Ja, legen wir den an. Greifen wir an die Panzerfalle. Alles ist vergiftet, ja. Scheißegal. Okay, es ist doch nicht vergiftet. Den kann ich immer im Münzhof machen. Könnte 100 Schaden mehr machen. Könnte. Na komm. Er macht nichts. Er schaut mir zu, oder was? Nein, noch nicht. Das hat 70. Den kann nichts tun. Ja, ich mach halt einfach einen Rückzug. Vergiftet halt Logok. Ist mir ja auch schon wurscht. Okay. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist null mal Kopf. Nennen wir nach der Reihe. Oh, ich habe das auch. Ich habe das auch. Ja. Bist nicht der Einzige. Was schickst du hoch? Komm. Komm, schick dein Alola Slimer hoch. Nein, du bist das hochschicken. Sicher auch noch. Oder mach gar nichts. Das geht natürlich auch. Ich meine, ich mach nichts. Das ist gut so. Warten wir 17 Minuten und 23, 22, 21 Sekunden. Okay, nein, doch nicht. Oh mein Gott, 110 Schaden. Er braucht nur 60 Angreifen. 60 Angriff. Er hat aber nichts. Kapufalla. Wunderfang. Was macht die? Was macht das? Eine Unterstützerkarte, welche hat sie geholt? Ah, egal. Oh, Rückzugskosten. Professor Kukui.
Cool. Timerball. Eines. Sauf hat sich eins holen, oder? Oh yeah, hat sich ein Slime of GX geholt. Das ist ja sowas von Oberhammermäßig cool. Oh. Das hole ich. So. Metalleflammen, Panzerfaust. Siehst du, ich habe das auch da. Wenn du mich angreifst, bist du auch vergiftet. So, das macht 20. Ja, gehen wir sehen. Und da machen wir Panzerfalle. Diese Mini-40 20 scheinen jetzt nichts zu sein, aber warte nur ab, wenn du angreifst. Außer er greift nicht an. Wäre eigentlich besser für ihn. Aber so wird er ihnen keinen Schaden zufügen. Also, sollte er wieder angreifen. Oh, was? Okay. Ja, natürlich. Aber was bringt dir das? Wenn du angreifst, kriegst du trotzdem 80 Schaden. Hol dir deine Energien. Ja, mein Gott, in dein Deck. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Greif bitte an. Ja. Und bam, 80 Schaden. Er hat noch 120. 120, das ist ja nichts. Mit helle Flammen. Bam, und gewonnen. Ein Logo wäre doch da. Gewonnen. Siegesprämie, einzelne Dinge. Oh ja, yeah. Geheimtruhenbelohnung. 50 Punkte! Okay. Und. Ah, fast. Fast! Okay, 467 haben wir. Ich will natürlich hier das da, das Frostklar holen. Decks. Um mit den Vulnona ein Deck zu machen, weil es ja immun eigentlich gegen GX und X-Karten ist. Ja, Booster Packs 600, das ist ein bisschen viel. Was ist das? Ein Tornado. Das ist alles schon recht teuer. Gut, da sind drei drinnen, also. Und eine Rekasa-Karte. Das ist schon wieder günstiger, wenn man es braucht. Ja, das will ich mir holen, dauert nicht mehr lange. Und ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich habe noch ein Booster Pack danach zum Öffnen und werde auch vielleicht ein bisschen später noch spielen. Vielleicht dann mit einem anderen Deck. Zum Beispiel habe ich dann noch ein Wasser. Psycho, ich glaube Psycho, ja, Psycho, oder? Das ist doch Unlicht, ja, Psycho und normal Drache und Pflanze, das war mein ganz am Anfangs Ding. Dann habe ich auch noch ein bisschen experimentiert da mit Pflanzeblitz, da auch nochmal Pflanzeblitz, da eher mehr mit Caporigi und da so auch Caporigi und ein paar anderen Pflanzen. Da ist man da, das N fehlt noch immer, Mantidea und Gewaltrodeck, das haben wir gerade gespielt. Da ist auch ein Gewaltrodeck, das ist Standardformat. Ich habe natürlich auch erweitert. Da das Feuerdeck nur ein bisschen erweitert mit Fackeln und so weiter, mit Glurak-Eggs, ich weiß nicht, ich muss mal reingehen. Und da mit Schmied, genau, mit Schmied. Dass das alles ein bisschen besser läuft. Dann. Okay, das sind irgendwelche. Ja. Haben wir noch was? Älteres Format? Nein, haben wir nichts. Themendeck.
Okay, das sind die ganz normalen Sachen. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Sandkartenspiel online. Schönes Bild.